Tüten rascheln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Servus zusammen. Wenn ihr plant, bald das allererste Mal auf einer Alpenvereinshütte zu übernachten, dann seid ihr hier genau richtig. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie so eine Hüttenübernachtung funktioniert und geben euch wertvolle und hilfreiche Tipps. Aber auch für alle, die vielleicht schon öfter mal auf einer Alpenvereinshütte übernachtet haben, lohnt es sich, dabei zu bleiben. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Insider-Tipp für euch. Los geht's! Direkt nach dem Reinkommen geht es als allererstes natürlich zur Anmeldung. Wir haben vorher reserviert, das solltet ihr unbedingt auch machen, so ist euer Schlafplatz sicher. Wer vorhat, sehr spät von der Bergtour zurückzukommen, der gibt bitte unbedingt den Hüttenwirtsleuten Bescheid. Okay. Servus. Ich habe reserviert. Ja, von welchem Namen denn? Grübel. Wie viel seid's? Ich bin allein da. Alleine. Mich im Alpenverein? Ja, freilich. Magst du gerne hoch, ein Zimmer oder ein Lager? Gerne ein Zimmer. Ja. Das war das Zimmer Nummer 8 im ersten Stock, Tom. Messi, wo geht's denn hier? Hinter dir geht die Treppe rauf. Wunderbar. Wann gibt's denn Essen? Ab 6. Die Schlaflager dürft ihr übrigens nicht mit euren Bergschuhen betreten. Die müsst ihr hier lassen im Schuhraum. Auch spitze oder scharfe Gegenstände wie eure Steigeisen oder auch die Pickel, die werden hier geparkt. Eure nasse und vollgeschwitzte Kleidung, die könnt ihr auch im Trockenraum lagern. Hier lautet die Devise, nehmt euch bitte nicht zu viel Platz. Der Platz auf einer Hütte ist immer sehr eng bemessen und die anderen Gäste wollen auch noch ihre Gegenstände verstauen. Eigene Hausschuhe müsst ihr nicht mitnehmen, die gibt es immer vor Ort auszuleihen. Oh, erstmal durchschnaufen. Ich bin heute in einem Vierbettzimmer. Das ist besonders gut, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder wenn man mit der Familie unterwegs ist, weil man dann einfach ein bisschen unter sich ist. Die ursprünglichste, aber auch günstigste Form ist aber das große Schlaflager. Das ist einfach ein Matratzenlager für viele Personen. Ich mache jetzt gleich mal mein Bett. Ganz, ganz wichtig ist der Hüttenschlafsack. Den solltet ihr wirklich immer dabei haben. Das ist einfach ein dünner Schlafsack, den ihr als Unterlage zum Schlafen braucht. Decken und Kissen gibt es von der Hütte. Das Einzige, was ihr hier noch braucht, ist ein Überzug fürs Kissen. Ganz, ganz oft ist es bei den Hüttenschlafsäcken schon inkludiert. Ihr könnt aber auch in der allerschlimmsten Not mal einen Pulli nehmen und da das Kissen einwickeln. Grundsätzlich auch noch ein Tipp zur Schlafplatzwahl. Wer es kühl braucht und vielleicht Frischluft möchte, der legt sich näher an ein Fenster. Wer dagegen eher eine Frostbeule ist und schnell mal friert, der sucht sich vielleicht einen Platz weit weg vom Fenster. Übrigens kann man immer nach einer zweiten Decke fragen oder wenn ihr wisst, dass ihr verfroren seid, dann nehmt am besten schon einfach einen wärmeren Schlafsack von zu Hause mit. Ich habe mir ein paar Sachen zurechtgelegt, die ich eventuell für die Nacht brauche, nämlich einmal Wasser, falls ich Durst habe, oder auch eine Lampe, falls ich doch mal das Bett verlassen muss, damit ich nicht das Licht anschalten muss. Grundsätzlich sind auch Oropax zu empfehlen, falls es doch mal den oder die eine Schnarcherin im Zimmer gibt. Mein Handy habe ich auch am Bett, das stelle ich mir auch gleich als Wecker ein. Und ihr dürft natürlich nicht davon ausgehen, dass es auf den Hütten Strom gibt. Deshalb habe ich auch immer eine Powerbank am Bett, damit ich meine elektronischen Geräte gleich laden kann. Bevor es gleich Essen gibt, packe ich schon mal meine Sachen für die morgige Tour. Es gibt nämlich nichts, also wirklich überhaupt gar nichts Nervigeres, als Leute, die mitten in der Nacht anfangen, Sachen von der einen Tüte in die andere Tüte zu packen und mit ihrem Rascheln alle anderen Personen aufzuwecken. Sau nervig. Und auch euren Müll müsst ihr wieder selbstständig mit ins Tal nehmen. Hier oben gibt es keine Müllabfuhr und auf manchen Hütten gibt es nicht mal Mülleimer. Ich mache mich jetzt auf den Weg in den Speiseraum, denn gleich gibt es Abendessen. Wenn ihr Allergien habt oder euch vegetarisch ernährt, dann sagt bitte unbedingt den Hüttenwirtsleuten rechtzeitig Bescheid. Auf den meisten Hütten bestellt man Halbpension. Es gibt aber auch einige Hütten, da könnt ihr von der Speisekarte bestellen. Hier ist auch wieder wichtig, dass ihr das bei der Reservierung oder spätestens beim Check-in rechtzeitig dazu sagt. Jetzt geht's ans Zahlen. Das solltet ihr immer am Abend machen, bevor ihr dann weitergeht. Und ganz, ganz wichtig, immer Bargeld dabei haben. Nicht in allen Hütten kann man mit EC-Karte und Co. zahlen. Was macht's denn? 46,20 wären's für dich. Dann mach's 60. Dankeschön. Jetzt noch ins Hüttenbuch eintragen.
Das ist für eure eigene Sicherheit. Falls ihr irgendwo, zum Beispiel an der nächsten Hütte, nicht ankommt, dann kann man zumindest recherchieren, wo ihr wart. Eine wichtige Regel auf der Hütte ist außerdem, geht sparsam mit Wasser um. Denn Wasser gibt es hier nicht immer im Überfluss. Das heißt, nutzt es so wenig wie möglich, veranstaltet keine Waschorgien im Baderaum und die Dusche eher sporadisch nutzen, falls es überhaupt eine gibt. So, ich stelle mir jetzt noch einen Wecker und dann wird geschlafen. Auf Hochgebirgshütten gibt es übrigens häufig einen Weckservice, der dafür sorgt, dass ihr zur richtigen Zeit aufsteht. Wenn es den bei eurer Hütte nicht gibt, dann bitte verzichtet auf Snoosen. Wenn euer Wecker klingelt, dann steht auf und lasst ihn nicht 5-mal weiter klingeln. Eure Mitschläferinnen werden es euch danken. Wir wollen von euch wissen, wo geht eure nächste Hüttentour hin? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Abonniert auch unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keins unserer Videos mehr verpasst. Gute Nacht. Tüte in Tüte und das muss auch in die Tüte und das kommt in die große Tüte, weil so ist alles gut eingetütet und außerdem wird nichts nass.